So, liebe Leute, gleich geht's los. Ich warte nur noch auf die Fähre. Genau, da ist sie schon. Ich habe gerade angefangen, weil, wie gesagt, meine Fritzbox hat mehrere Abstürze gerade gehabt und ich habe schon gedacht, ich schaffe es gar nicht mehr. Weil wir haben 16 Uhr ausgemacht, jetzt haben wir fast Viertel fünf wird, das ist halt so ein bisschen blöd. Weil ich habe schon seit einem halben Jahr Abstürze von meiner Fritzbox. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das hier ist, wenn ich urplötzlich weg bin, dann habe ich einen Absturz von der Fritzbox. So, die Fee und ich, wir sind hier auf Server 8 und hier bleibe ich erstmal, weil ich möchte ja eine Servertour machen. Das erkläre ich euch am Ende des Videos. Und zwar im Gruppenchat. Ich kann mir da einfach nicht merken. So. Also, vielleicht sollte ich erst mal Hallo schreiben. genau, also ich habe gesagt, hi Leute. Ich bin völlig durcheinander. Das macht die Wärme, Leute. Ich bin so durcheinander. Ich hoffe, ich kriege das heute hier gebacken mit dem. Und genau. Ich habe das mit Ihnen, mit Hallo Leute, hab ich aus Versehen vergessen. Sorry, tut mir leid. Okay. So, ich fange an und so damit sie. Oh, es ist echt warm, ne? Ich würde ja gerne das Fenster aufmachen. Das Problem ist, ich wohne hier an der Straße und momentan fahren die alle nach Hause. Also hier ist der übelste Verkehr, was auch die Aufnahme ein bisschen, was die Aufnahme ein bisschen stört. So, wir müssen. Ich würde sagen, Star-Sandwich. Okay, machen. Ja, ich habe mich doch ein. Warte, ich muss mich freuen. Ich muss mich nochmal freuen. Waren das hier glücklich? Ach ja. Ja, der alte Friese kann noch steigen. Ist mal traurig, dass die neuen Friesen nicht steigen können, oder? Ja, alle Friesenmodelle kaputt. Superstars hier. Nicht gönnt da. So, wir müssen zur. Zur. Ich kann das Starshine. Ich kann das echt nicht richtig schreiben. Ne? Ich bin einfach zu dumm dafür. So, ja, wir fahren das Stück mit dem Anhänger, weil wir sind alle faul. Warum auch nicht? Das Ding ist ja zum Fahren da. Ja, sind alle schon weg. Ich krieg das einfach nicht gebacken. Star ist Rennstrecke. Nee, Starshine Mensch. Ich weiß nicht, wie die das mal hinkriegen. Ne? Die gehen rein, blub, sind die weg. Ich gehe rein, 3 Stunden später habe ich erst meinen Zielort gefunden. Ach nee. Ich finde das Fenster, wenn man in den Anhänger geht, das ist einfach zu klein. Das ist auch ein cooler Look hier, ne? Mit dem Oberteil. Wo ist das eigentlich her? Wo kriegt man das Oberteil? Ich finde das cool. Das ist ein richtig cooler Herbstlook. Ja, ich muss ihr kein Paint Horse kaufen, die hat alle Paint Horses. Die hat mir richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht, wo ich glaube, das zweite Video, da wollte ich ihr Paint Horse kaufen, weil ich von ihr eins bekommen habe und dann hatte sie das Pferd schon, ne? Oh. So. Ihr schreibt mir gleich, dass sie schon die schwarze, den Insider-Bett hat, ne? Ach so, Gruppe. Hä? Ich gehe mal rein. Jetzt denkt die sich so, ja, jetzt kriege ich einen Quarter, danke. So, Fair, du kriegst jetzt B-Lock. Gucken wir an. Das ist dein neues Pferd. Glückwunsch. Ich gratuliere dir. Buchstabe ist B.
und hinten die Lokomotive dran. Nein, Quatsch. Ja, die denkt sich so, ja, nee, das hat die alles. Die hat wirklich jedes Paintons, ne? Ich habe gar keine Chance. Oh, mein Schatz steht hier, ne? Oh, mein Schatz. Quarti magst du nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Freund von diesen Quarters. Bei dem bin ich mir nicht so sicher. Bei den Saddlebreds, ob die da den Schwarzen schon hat. Also den. Und den Appaloosern weiß ich jetzt nicht. Die mag ich ja immer so gefleckte. Appaloosa, ich weiß es nicht. Bei Fair weiß ich das nicht. Ich frage sie einfach mal. Ich hoffe, sie hat noch nicht den Schwarzen. Ansonsten muss ich meine Ass aus dem Ärmel holen. Sie hat schon alle Quarter Horses. Super, Fair. Ist ja nicht so, als würde ich hier jetzt. Ich meine, wir machen jetzt das achte Video und wir haben noch zwei Videos und im zehnten Video kaufen wir uns jeweils dem anderen 10 Pferde. Wie soll das rausgehen? Ich habe ja gar keine Ideen mehr an Farben. Die hat ja schon alles. Okay. Du. Muss ich mal hingehen, damit ihr auch was sieht. Ich stehe ja voll im Stall, ne? Aber oh, bitte habt das noch nicht. Bitte habt das noch nicht. Bitte noch nicht. Die schreibt mir gleich, die hat das Schwarze schon. Nein. Okay, dann würde ich sagen, ach, machen wir denn jetzt? Okay, jetzt müssen wir nach Jarlheim. Ist mir scheißegal, dann müssen wir jetzt nach Jarlheim. Ich lasse die einfach da stehen, Fea, das tut mir so leid. Na. Ansonsten ist mir so egal. Weil. Ich bin bei den Farben Saddlebreds, weiß ich nicht, ob Fair nur den Schwarz mag. Sie mag ja so Rappen, genau wie ich. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Rasse Saddlebred an sich mag, weil die sind ja auch wie die anderen Pferde schon ein bisschen, ja, sehr dünne, ne? Ja, die ist schon wieder weg, ne? Ja, Leim. Das ist ja mal sehr, sehr traurig, wenn man halt nicht so die Möglichkeit hat, in den Stall von dem anderen zu gucken. Ich meine, wenn du halt ein Video machst, wo du dich auf andere Accounts einloggst, was ihr auf keinen Fall machen dürft, dann siehst du, wie viele Pferde hat die Person, was für Fellfarben hat die. Oder wenn du halt deine beste Freundin kennst und sagst, Mensch, die mag die Pferde nicht. Und die Saddlebreds sind ja so eine Sache für sich, ne? Ja, Fair, du reist jetzt schon hier richtig. Ja, wir müssen halt schon hier lang, Fair. Wir müssen so hier stellen. Wo? Doch, das sind wir richtig, ne? Links, rechts, wo sind die Stelle da geradeaus? Jetzt freut sich wie so ein Schneekönig. Sie freut sich, weil sie kriegt jetzt nämlich einen Lipizzaner. Nein, das war gerade ein Witz. Jetzt sag ja bitte nicht, du hast alle Friesen. Das glaube ich jetzt nicht. Das war jetzt so Gruppe. Warte, ich gucke, ob sie es schreibt. Die sind alle dunkel. Sie kriegt, weiß aber nicht, welchen sie kriegt. Ja, hier den Orangen. Der ist schick, viel Spaß für ihr. Ist wirklich, man weiß gar nicht, welchen man nehmen soll, ne? Da weiß sie nicht, ob sie da Freund von ist. Die mag Rappen. Ich weiß nicht, ob sie den hat. Der letzte, das war der hier, den habe ich ihr gekauft. Geschenkt, ausgesucht, nicht gekauft. Ich finde auch wirklich diese Behaarung hier unten richtig krass. Was ich nicht schön finde, ist der Schweif. Ist schön. Der ist auch schon gesagt, die hat schon zwei, deswegen kriegt sie jetzt den hier. Den habe ich nämlich, den schwarzbraun. Das ist schwarzbraun, glaube ich.
Ich gucke nochmal, ob sie geschrieben hat. Sie hat schon alle. Na, so. Sie hat gesagt, sie hat zwei schwarze Friesen. Da weiß ich jetzt nicht, ob es die Generation ist oder ob es die andere Generation 3 ist. Der ist blau-schwarz. Das ist so dunkelbraun mit schwarzem Teil. Also ich mag halt Rappen, ne? Der ist auch so ein bisschen schwarzbraun hier. Jetzt muss ich gucken, ob sie den schon hat. Ich will jetzt auch nicht in dunkelbraun kaufen und nachher im Nachhinein hat sie, mag sie die Farbe nicht. Also sie mag Füchse, mag sie nicht, so wie ich nicht, und sie mag halt auch nicht jede Farbe, ne? Gut, dann gehe ich noch mal rein. Ich gebe nicht auf. Den ersten, den zweiten hat sich schon. Okay, den habe ich ja auch. Also den hier. So, den Kim kriegt sie. Das ist den nicht mehr. Das ist Fuchs. Was das für eine Farbe ist, weiß ich gar nicht. Palomino oder so? Ich bin echt aufgeschmissen worden. Die hat hier fast. Also, das sind so Farben, die sie gar nicht mag. Ich würde sagen, schön, hier bleiben fair. Und kann man noch groß schreiben hier drin? Ja. Buchstabe, genau. Ich kann doch nicht mal Buchstabe schreiben. Ey, das ist so blöd heute mit mir. Ich ärgere mich quasi über mich selber, weil ich heute nichts gebacken kriege, ne? Das ist halt die Hitze. Wenn ich mit meiner Krankheit, wenn es so heiß ist, ich krieg nichts gebacken. So. Buchstabe. Das heißt jetzt Buchstabe, Leute, nicht mehr Buchstabe. Buchstabe. Ich meine, ich finde ja, die Friesen sind ja klassisch immer schwarz, ne? Und es gibt ja bei den klassischen Friesen gar keine hellen Töne. Aber der Orange, ne, diese ganze Hellorange, der da drin ist, der passt da wirklich nicht rein. Ich habe den so in freier Natur, habe ich noch nie so einen hellorangen Friesen gesehen. Also ein Dunkelbraun oder so ein Dunkelfuchs, ja, würde ich mir schon denken, dass sie gibt. Aber diesen ganz hellorangen, den die hier haben, weiß ich gar nicht. Und hätten sie auch gleich so einen gesprenkelten wie den hier reinnehmen können. Ne? Wenn sie gesagt haben, von denen die Farbe hier auf Generation 3.5, würde ich feiern. Aber den gibt es ja auch in Wirklichkeit nicht. Ist ja halt eine Yorkshire-Friese von Star Sable im Spiel. Aber ich finde halt die Friesen Generation 2 von dem Farbschlag und so immer noch am besten. Auch die gefleckten da, diese schwarzen, schwarz-weißen. Weil, naja, weiß nicht. Ist sie verloren gegangen da drinne? Fea, mir geht halt der Gesprächsstoff aus. Ich muss die Leute unterhalten. Ich muss was trinken. Ich rede schon wieder total im Blödsinn. Also wenn die Fea dann erstmal noch an der Kasse steht, dann werde ich was trinken. Ah, besser.
Ach nee. So, zu mir, ich habe meinen Rechner wieder. Wir nehmen hier nicht am Laptop auf, sondern diesmal wirklich vom Rechner und ich habe richtig viel Power jetzt. Meine Festplatte war kaputt. Die war wahrscheinlich schon Schrott, als ich den gekauft habe vor 6 Jahren. So, da ist die Fea. Das ist schön. Endlich hat es ihn gefunden. Ja, genau das ist der. Warte, wie kann man sich freuen hier so? Nee, so. Wir gucken mal, was Wiesen genannt hat. Halli, 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 Holly. Wir müssen nach 4 Groven. Okay, dann gehen wir nach 5 Groven. Und ich merke es halt auch beim Spielen hier in Star Stable, dass es nicht mehr ruckelt. Das war, ich dachte mal, es lag am Prozessor. Wahrscheinlich lag es auch am Prozessor, aber zu 90% wirklich am Dings. So 4, 5 grob. Es lag tatsächlich daran, dass meine Festplatte kaputt ist. Und deswegen hat das immer so geruckelt. Und mich privat wird es nicht stören, aber ich mache ja Videos für YouTube und ich möchte hier ein ordentliches Bild rüberbringen. Musst du jetzt kratzen, wenn ich hier ein Video aufnehme? Geht doch. Hallo, nimmst du mal Rücksicht auf mich? Ich bin Mitbewohner. Hallo, Luna. Entschuldigung, ich wollte euch nicht erschrecken, aber... So, in den Gruppenchat. Ein. Jetzt wird's spannend. Trommelwirbel. Finnfjard. Schön, ich habe nämlich noch gar kein Finnfjard. Das passt nämlich. Oh, ja, zu spät geschrieben. Meine Reaktion, ich habe gar nicht reagiert. Sie schreit, ich bekomme Finnfjard, ich mache einen Trommelwirbel, ich reagiere gar nicht. Ja. An vierter Stelle. Okay. Stute. Ja, Fähr und S. Vierte Stelle, Stute und S. Vierte Stelle, Stute und S. Zwei, drei. F Ernsthaft, Fähr? Ich hasse Füchse. Naja, der wäre schlimmer. Ich habe mich gerade so erschrocken, als das ein Fuchs ist. Ich habe mit dem gerechnet. Den habe ich ja schon. Ich habe ja schon 5 Pferd. Was laber ich da eigentlich? Ja. Ja, die 5 Pferde sind irgendwie alle so fuchsfarben, oder? Der vorne geht ja noch. Nee, der geht gar nicht. Vierte. Eins, zwei, drei, vier. Nee, Quatsch. Wir fangen von vorne an. Eins, zwei, drei, vier. Eine Stute und S. Genau. Mainstyle. Erstmal die gute. Oh, nee. Nein, nicht. Nein. Auf jeden. Das fühle ich, Alter. Das, ich meine, ich empfinde das als sehr schön. Das fühle ich. Warum immer? Ach, hier, Monte sagt das immer, ne? So. Es wie Sauerkraut. Scarlet habe ich schon. Sienna habe ich auch schon. Spirit, das Finnpferd.
Ist ja ein Stütchen, ne? Oh, du hast mit S so viele Namen. Ja, Sunny! Sunny ist ein schöner Name. Sie ist ja fuchsfarben und es gibt ja diesen Sonnenuntergang, wenn die Sonne so ein bisschen orange wird, ne? Oder war es beim Sonnenaufgang? Auf jeden Fall ist es orange wie eine Sonne. Sunny habe ich alleine schon. Sunny. Mach mal dazu. Sunny. Dann gibt es keine Sunny. Warte, ich muss noch mal rein. Ich bin rausgerutscht. Ein S. Jetzt muss ich mich konzentrieren, Leute. Saphir. Saphir, weiß ich nicht. Scary, Scarlet. Habe ich schon Pferd, das Gal. Ja, habe ich schon. Sienna habe ich schon. Oh, das ist eine Stute, super. Silent, Silver, ne. Ist geil. Sporty. Weil sie hat ja diesen Sporty. Warte mal. Nur Sporty oder Sporty? Warte mal. Sporty. Mein Gott. Ich komme echt nicht klar, ne? Nee, dann nehmen wir einfach nur Sporty. Ich finde jetzt nichts. So. Ist jetzt kein Mädelsname, aber was soll's? Ach so, ich muss eine Studie draus machen. Wir kaufen das gute Pferd. Ah, yeah. Ich habe wohl noch Tränen im Auge vom Lachen. Ich war so geschockt, als ich einen Fuchs gekriegt habe, dass ich angefangen habe, automatisch zu lachen. Ach nee. Ah! Ja, sicher. Du musst den Fuchs nicht reiten, Feja. Aber ich bin auch glücklich. Irgendwie ist sie ja süß. Hallo? Nein, nicht absteigen. Hallo? Ja, es ist jetzt nicht so ganz fuchsfarben. Es ist jetzt ein bisschen daneben. Also ja, ich habe ja auch. Es hätte mich schlimmer treffen können. An dritter Stelle stand ja der Orange. So, jetzt ist sie dran. Oh. Denk, Kopf, denk, denk, denk. Puh, wir müssen nach. Eine gute Frage. Wo müssen wir denn hin? Puh, wo gibt es noch Pferde? Ganze Karte voller Pferde. Ich so, gibt's Pferde? Ich möchte ja auch nicht alle doppelt kaufen. Wenn sie jetzt zum Beispiel so einen dunklen Haflinger hat, dann möchte ich ihr den nicht noch zweimal kaufen. Wir müssen nach, waren wir schon. Ist die Farm, bin ich mir nicht so sicher, ob die mag keine Kaltblüter. Normales Farm, da ist auch nichts zu holen. Das Landgut wäre noch eine Idee. Nimelshochland? Da stehen Pferde, wieso das denn? Nimelshochland stehen Pferde, ach so, Sony und Vega stehen da. Ach, ich bin auch dumm, ne? Moorland, ja. Sind wir Kletland gut?
Nee, oder warte, warte, ich hab's. Hier, wie hieß denn das? Kann ich mal schnapsen, alles nass hier. Ja, Landgut ist halt mal so ein Punkt, wo du so ein, ne, wo du sehr viele, ja, weißt du, was, fünf Rassen oder so oder sechs Rassen da umstehen, und das sind richtig, zum Beispiel Selfrancais, KWPN, das sind so angesagte Rassen momentan. Und oh, ich fühle mich so richtig schlecht, ne? Mein Pferd fühlt sich schlecht, ich nicht. Mir war vorhin schlecht, ich weiß auch nicht warum. So. Was habe ich gesagt? Landgut, ne? Ja, ich das finde. Landgut, hier. Ich brauche immer 5 Stunden, ehe ich das gefunden habe. So, ich habe ein Pferd, ich habe eine Rasse im Kopf. Also, es gibt ja da bloß in Golden Hill, gibt es ja bloß 2 Rassen. Aber die eine Rasse will ich dafür. Was? Golden Hill, und ich lande bei Landgut. Aber danke, aber auch. Mensch, was bin ich denn durcheinander? Weil ich vom Landgut gelabert habe, Alter. Ich muss mich konzentrieren. Golden Hill. Golden Hill Valley? Ich würde denken, ja, wie kommt denn die nicht? Ich bin schon wieder woanders rausgekommen. War das schon mal passiert? Ich schicke die Fähre einfach ans andere Ende der Welt und komme zu spät. Ja, genau, also hier gibt es halt nur 2 Rassen, und die eine Rasse war ich, weiß ich nicht, ob die Trakehner mag, deswegen Freundeset, Gruppe, okay. Ich hoffe, sie hat dieses Pferd noch nicht. Zumindest die Farbe. Den hat sie ja schon. Den habe ich ja. Und ach, den habe ich ihr gekauft. Ich habe das Video gesehen. Habe ich mich so geärgert, dass ich ihr so einen Fuchs gekauft habe. Da hat sie recht. Das glänzt einfach zu dolle. Ja, genauso. Oder den Weißen. Ne? Es gibt den Schecken. Oh, das wäre schön. Oder den Schwarzköpfigen. Und bei den Schecken, dem braunen Schecken, würde ich ihr. Ja, ich denke mal. Mal gucken. Hier schreibt die bestimmt, das hat sie schon, ne? Ich sag erstmal den Rappen. Du. Kommst. Jetzt wird die gleich sagen, dass sie den Rappen schon hat, oder? Ist doch nicht wahr. Sie schon, okay. Ich habe ja noch ein Ass im. Hallo, wo ist denn die? Hallo, Fee? Geh nicht. Verlass mich nicht. Wo ist er denn? Hallo, ja, wenn du den schon hast. Hallo, Fee? Okay, sie hat ihn schon. Hallo, ich bin noch fertig mit Schreiben für ihr. Das ist so. Ich im Hallo. Du, ich muss halt noch hier. Du kannst nicht einfach verschwinden, den checken. Was? 1, 3, 10 und 11 habe ich noch nicht. 1, 3, 10 und 11. Okay.
Dann bekommst du den dritten. Sie ist immer mit Eifer dabei, ein Pferd zu kaufen. Das war, glaube ich, eine Stute, was ich ihr gegeben habe, ne? Genau, dann kriegt sie jetzt ein. Das habe ich halt vorhin gemeint, weil wo ich sagte, man kann halt nicht nachsehen, was der andere jetzt für Pferde hat, also was er so an Pferdefellfarben schon hat. Deswegen schreiben wir uns das immer. Also mit einem Sprechi würde es anders gehen, aber ich habe momentan auch nicht die Möglichkeit. Mein Headset ist irgendwie kaputt. Ich nutze es halt. Am Headset ist das Mikro kaputt und das neue Headset habe ich noch nicht probiert. Und ich will ja selber auch nicht sprechen. Aber die Farben hier, die haben ja gar keine richtigen Namen, die Farben. Ne? Jetzt müsste Starstable wirklich mal einführen, dass Starstable bei jeder Fellfarbe des Pferdes immer darunter schreibt, wie die Fellfarbe heißt. Das würde ich mir wünschen. Dass da mal das reinkommt, dass man sagt, okay, das ist ein Schäcke oder wie, also es gibt ja Schäcken, aber es gibt ja noch Namen, wie die Scheckung heißt oder wie Brauntönung heißt oder so. Nicht jeder weiß das, ne? Das würde ich mir wünschen, dass Starstable da mal also diese Farbnamen reinbringt. Ich zum Beispiel, ne? Ich kann dem Schimmel immer noch nicht von dem, ich sag mal, das ist ein graues Pferd. Und Ballad Week. Yay, warte, 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 ich muss mich, warte, ich fall, oh, das haben wir zugemacht. Das denn gerade? Das Pferd ist gerade hin, die hat wieder auf dem Pferd gestanden, ich sag ja, die trainiert für den Zirkus, Idris weiß schon Bescheid. Zum Landgut, okay, ja gut, dann landen wir mal auf dem Gut. Nicht so schnell, meinem Pferd geht es nicht so gut. So, Landgut, Landgut. Aber ich jetzt. Ach, die ist schon wieder weg, ne? Silberklee, Landgut. Ich war ja vorhin schon da, ich hätte ja warten können. Ah, oh, nee. Genau. Warte mal. Lass mal ganz kurz was gucken. Bin ich wieder so. Was ist denn jetzt so? Hallo? Wo ist. Hä? Hallo? Fea? Ich fühle mich so im. Ach, da hinten ist sie. Das EVB an erster Stelle. Okay, das ist mal gut, eine gute Rasse, das fühle ich. Ja. Und K. Okay, Hengst und K an erster Stelle. Hengst und K an erster Stelle. Ich weiß, welchen Namen der kriegt. Ich weiß definitiv, welchen Namen der kriegt. Mähne ändern. Wobei die sieht eigentlich schön aus, diese normale, weil ich finde, ich feiere einfach die Zöpfe bei den Pferden, ne? Muss sein, sorry, es müssen. Nee, Eclipse hat schon Zöpfe, der kann nicht Zöpfe haben. So. Ich hoffe, das gibt mir den Namen. Hengst und K. Ich hoffe, es gibt diesen Namen. Nicht.
Tja, gut. Koala. Ich wollte ihn Kato nennen, aber Kato gibt es hier nicht, weil. Ja, das ist der Nachteil. Es gibt Buchstaben, da hast du nicht viel. Känguru, das ist doch kein, das ist doch kein. Nee, so heißt die, erfährt ja schon. Nein. Nee, das ist ja nicht schwarz, ne? Hab ich King so schon alleine? Nein, nimm was King. Ist wie gesagt ein Hengst, ein Jungpferd und. Jupp. Oh ja, ne, guck mal, der Feine. Ja, jetzt reiten. So. Warte, wie geht das? Yay! Kann man sich winken? Freuen? Freuen? Wo ist denn das hier? Freuen? Freuen? Fragen? Nee. Nicht verstehen, was? Ich will nicht Doppel-X. So, jetzt kriegt Fia ihr drittes Pferd. Oh, jetzt muss ich mein Hirn anstrengen. Ich weiß gar nicht, ob die von den Andalusiern schon alle hat. So, ganz kurz und zwar, die Star Stable Pferde-App wird geschlossen. Also Star Stable nimmt die Star Stable Pferde-App runter. Die gibt es da nicht mehr. Es rentiert sich nicht mehr. Diese Star Stable Pferde-App kennt ihr ja, wo ihr euer Pferd vom Fohlen halt bis auf Stufe 10 hochziehen könnt. Sasi hat gemerkt, dass sich das nicht mehr rentiert. Ne? Und es extra Geld kostet. Was? Weiß ich nicht, ob Fea das mag. Den hab ich. Nee, ich hab den nicht. Nee, den hab ich nicht. Nein. Den hab ich. Ja, den vorletzten. Oder den ersten. Ach, muss ich mich umdrehen? Warte mal. Wo ist er denn? Wo ist denn? Hallo? Ach, hier. Warte. Wir brauchen noch Geschlecht und Buchstabe. Ja, aber ja, genau. Voller Vorfreude ist sie reingestürmt. Jetzt hat sie, glaube ich, das letzte war, glaube ich, in Hengst, eine Stute. Wir machen eine Stute. Ich komme durcheinander. Stute und A.
Pferd nickt heftig, eifrig. Ja, das ist doch schön. Dann weiß ich, dass das Pferd gut ankommt. Weil das Pferd war einfach zu lange in der Sonne. Das ist einfach richtig rot, ne? Hallo? Also von den neuen Pferden finde ich die KWPNs immer noch am schönsten. Also ja, die Zellfrancais sind auch super. Vor allem der Schecke da hinten, den werde ich mir irgendwann mal kaufen müssen. Ich weiß gar nicht, ich hab den Weißen noch gar nicht. Habe ich die schon? Ich weiß nicht. Aber ich finde die KWPNs und gerade den Rappen hier, den habe ich ja. Ich finde die KWPNs so schön. Den habe ich und den habe ich, die beiden. Ich weiß gar nicht, ich habe 3 KWPNs, ne? Ne, 4, das magische auch noch. Wo ist denn die denn? Ach, wieder die Kasse, ja, stimmt ja, die Kasse hat wieder Rente gegeben, ne? Sind wir so 10 Meter Schlange an der Kasse. Kennt ihr das? Ich hab's eilig, wollt irgendwas kaufen, nur mal schnell eine Cola gekauft und schon stehen 20.000 Mann an der Kasse vor euch. Nervig, oder? Ach je. Die Feier und die Kassen. Ja. Wer kennt's? Es muss noch die Papiere unterschreiben vom Pferd, ne? Wie das aussieht, ne? So. Die Beine so. Ja, es ist genau so Luft dazwischen und die Beine hängen so ganz viereckig in der Luft. So wie so eine Steckfigur sehen wir aus, ne? Wie so eine Steckfigur, die man hochstecken kann. So sehen wir hier gerade aus. Normalerweise müssten die Beine ja locker runterhängen, wenn du keine Steigbügel hast. Es müsste etwas realistisch gemacht werden. Also Starstable will ja auch sehr, ja, ein bisschen was realistisch halten. Dann müsste es auch beim Reiter so sein. Akazia, wie, was? Akazia. Oh, ich bin fast vom Pferd runtergefallen. Kann man überhaupt vom Pferd runterfallen? Weiß ich gar nicht. So. Wo ist denn hier Lachen? Ja, geil kannst du schreiben. Einmal durchs Bild geritten. Super, danke. Ist das Starschein, Mensch? Natürlich. Ich ahne schon. Wenn ich Glück habe, ahne ich es. Wenn ich Pech habe, nicht. Ich kann mir schon vorstellen, was ich bekomme. Ich hoffe, Starschein, Mensch, normalerweise erst wie Starschein, Mensch. Ja. Ich bin immer Letzte, ne? Also ich vermute, dass ich ein Pferd bekomme, was ist beim, dass ich ein Paint Horse bekomme. Was ist denn hier los? Ich vermute, ich bekomme ein Paint Horse. Kann aber auch sein, dass mir ein Quarter holt. Oder eben ein Saddleblatt. Aber Saddleblatt habe ich ja fast all durch. Aber nicht, dass ich schon wieder Fuchs kriege, ne? Schupp, da war sie da. Schupp, da war sie weg. Nein, nicht filmen. Die will das bestimmt nicht. So. Wir müssen zur Starschein. Ach so, das war. Ach so, wir sind ja auf der Starschein, Mensch. Ach, ich wieder. Du bekommst. Ein. Kein gestreiften Quarter.
Ein Quarter, ja, kann ich mit mich abfinden. Okay, jetzt muss ich noch hinschreiben. Ja. An vorletzter Stelle. Ach so. Hengst, okay. Und. Oh nein. An vorletzter Stelle sind solche gestreiften, oder? Und ein N. An vorletzter Stelle. Ja, es geht. Der, ich sag mal, Mohrenkopfschimmel, den Blue Rowan hätte ich mir auch, aber zum Glück nicht den. Ich mag das nicht. Sieht mal aus wie Durchfall obendrauf, ne? Ja, und ein N. Hengst und ein N, ne? Warte. Hengst und N. Mähne. Also, ich weiß nicht. Ja, Dressurzöpfchen bei meinem Quarterhaus. Nee, das ist. Nee, komm. Ja, wir machen halt so diesen. Obwohl. Nee, komm, wir lassen uns Kasse. Jungpferd, ein Hengst. N. N wie Nase, Nacho. Nee. Ninja, Nobel, North. Nova. Nee, ist ja ein Hengst. Nacho. Ich wollte gerade. Namen haben wir schon. Ich habe gedacht, es gibt mehr Namen mit N. Ninja, North, Nova, Nugget, Nugget. Nugget? Nacho. Nova ist ja ein Hengst, keine Stute, sonst hätte ich gesagt Nova. Nacho King. Oh, warte mal. Nacho. Was der? Nee, N. Wir nehmen mal North und wir nehmen. Das ist jetzt schon eine Herausforderung. Norso? Norso? Nee, den doof. Nordprinz. Nordprinz hört sich schön an. Ja, ist nicht so begeistert von den Namen. Er dreht schon die Augen. Nordprinz, kaufen. Und wir, ja, noch ein Stückchen näher. Bin mal gespannt, wie die Quarters auf Generation 4 aussehen. Ja, sagen meine Starcoins, ja, es ist oh mein Gott, 31.000.
So, jetzt hat jeder, glaube ich, drei, genau. Und so, wir haben drei Pferde. Ich warte mal. Um meinen Rücken. Also ich habe ja Geld, aber das Problem ist halt, ob ich noch eins will. Ja, wenn wir eh schon am Geld ausgeben sind, ne, ja. Ja, das ist halt so die spontane Entscheidung, dass wir uns dann, obwohl wir gesagt haben, wir kaufen uns eventuell drei oder vier Pferde, immer noch ein oder zwei Pferde dranhängen. Das machen wir immer. Wir sagen immer voraus, weil man weiß halt nicht, nachher macht es halt so viel Spaß, dass man nicht mehr aufhören möchte. Solange wie es Geld stimmt, ne? Ich meine, ob ich mir die Pferde jetzt alle auf einmal kaufe oder ob ich in Abständen alle paar Monate mir zwei, drei Pferde kaufe, was mit dir alles? Lilly, Crazy Dragon, ganz liebe Grüße gehen an dich und den Club raus. Okay. Ich reagiere mal, ja. Was? Wo denn? Ich habe auch nicht gesagt. Wer weiß, mit dem ich spreche. Ich weiß, ich kann mir jetzt nicht im Video einfach mit anderen Leuten. Da ist doch keiner. Naja, wer weiß. So, so. Und zwar müssen wir, oh, das ist ein bisschen schwierig. Wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Puh. Ist ja nicht so, dass mir langweilig ist. Ich probiere es mal. Was? Ach so, die hat mit ihr geschrieben. Oh. Schwarz, Name, Rainbow, Butterfly. Schön. Super, Lilly. Wir hatten ja auch den schwarzen Lusitano. Also man muss sich halt auch schon ein bisschen Zeit nehmen für die Fans. Ne? Also ich meine, klar, sie hat mich jetzt gesehen, aber warum sollte man nicht mal guten Tag sagen oder so? Na, was hat er gesagt? Nur Hillquest, ne? Dann hoffe ich da jemals ankomme. Nur Hillquest, Stall. Ich weiß nicht, ob sie. Sie hat gesagt, sie mag keine Ponys. Das ist ja kein Pony. Das ist ja nur ein zu klein geratenes, großes Pferd. Ich probiere es einfach. Wenn ich jetzt mal auf den Deckel bekomme, dann, weil ich. Ich weiß ganz genau, was ich hier kaufen möchte. Ganz genau. Ich hoffe, sie haut mich deswegen nicht.
Ach, mein Pferd geht es immer noch nicht gut. Ich muss das noch pflegen, ne? Oh, Leute, ich habe wieder so viele Pferde zum Pflegen und zum Leveln. Und aktuell auch durch diese ganze Wärme ist gar nicht so, dass ich den Drang dazu habe. Ich fange schon wieder an, Pferde zu sammeln, ne? Das ist ganz schlimm. Dass man dieses Sammeln und man fängt an, man kauft Pferde und ja. Kauft, ist der jetzt mit drinne? Dann brauche ich nicht hinter zu latschen, sondern das weiß ich ja, was sie kriegt. Ah, sind mit drinne. Gut. Was hat sie jetzt? Es hat ein eine Stute, ne? Hallo? Nicht weg, nicht weg. Hallo? Ach so, man muss auf den Spieler drücken. Ich bin dumm. Eine Stute hängen. Hoffentlich haut die mich jetzt nicht. Du. Ich hoffe, die haut mich jetzt nicht. Wenn sie kann immer noch sagen, dass sie den nicht möchte, dann kriegt sie halt ein schwarzes Mavari. Aber ich glaube, das hat sie auch schon, ne? Ja, ist ja schön, dass sie freust, Fee, aber du musst. Hallo? Hallo? Ich bin auch noch hier. Genau. Hengst. Und es. Okay. Es war ein Versuch mit dem Weißen, aber ich gebe nicht auf. Also, es gibt auch einen, der heißt Brot, den nenne ich mal Brot, weil er. Das ist doch nicht wahr. Okay. Ich muss noch mal rein. Die hat den weißen, den schwarz-weißen schon, das war ja klar. Der graue ist nicht schön, den will ich keinen andrehen, ne? Ich habe zwei im Auge. Ich probiere es einfach mal mit dem einen. Jetzt schreibt die gleich, die hat ihn schon, ne? Okay, dann gibt's eine andere Pferderasse. Die bekommt ein schwarzes Mavari. Punkt um. Mann. Die machen immer Strich durch Rechnung, ne? Das wird richtig schwer jetzt. Das wird immer richtig schwer, Fellfarben auszusuchen für den Gegenüber, wenn der dann schon alles hat. Jetzt hat die den schon, oder? Die steht schon. Also immer wenn die dann kurzfristig rauskommt, weiß ich, dass sie das Pferd schon hat. Garantiert. Der hat den schwarzen und das weiße. Okay, der kriegt sie.
Den hat sie und den schwarzen hat sie. Ach, den will ich ja auch keinem anderen. Der stand mal in Fort Pinter, das weiß ich. Ja, die Mawaris sind halt so eine Klasse für sich. Ne? Das ist wie mit den Achaltekinern. Das sind so zwei Rassen, die kommen nicht gut an. Die sind wieder draußen. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also von mir aus den ich ja gerade, der hier gerade zu sehen ist vor mir. Aber bei der Fähre steht ein anderes Pferd da. Ach so, Stute und C. Weil das vorhin ging ja nicht mit dem Isländer. Ich hätte ihr wirklich den. Ich wollte ihr noch den dunkelbraunen, aber da war wusste ich nicht. Ob sie dunkelbraune, den ganz dunkelbraunen, der aussieht wie Brot. Also ja, jetzt freuen sich natürlich alle, dass der weiße Isländer auch drin ist. Und ja. Ist was schade um die App. Ich meine, klar, man kann halt bis Stufe 10 hochzüchten, das dauert aber zu lange. Du musst immer Echtzeit warten, musst wieder rein und das muss ja auch mitfinanziert werden. Neben Star Stable, die Star Stable Pferde-App. Dann gibt es ja noch die Star Stable Friends-App. Das sind also Dinge, die kann Star Stable. Ja, das rentiert sich nicht mehr. Das sind einfach zu wenig Leute, oder Spieler, die dann diese App benutzen. Okay. Dann hat sie Crazy Girl, ja. Wird mich nicht wundern. Crazy Girl. Genau, das ist es. Das finde ich auch sehr, sehr schön von Alma Maris, finde ich das hier, das Gestreifte. Der Schwarze, der sieht aus wie so ein bisschen bläulich schimmern. Ja. Ich wollte mich gerade drehen, aber ich habe es noch nicht freigeschalten. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir bestimmt wieder zur Starschein-Wench. Nein, ja, nach Jalaheim. Okay, ich habe. Ja, gut, dann eben nicht. Okay. Jalaheim. Also, wenn ich glaube, dass ich bekomme, was ich glaube, oder. Mein Pferd fühlt sich nicht so gut. Wir machen ein Wettrennen. Welches Pferd sich am schlechtesten fühlt, hat gewonnen. Nicht so schnell. Warum ist sie so schnell? Ich meine, ja, sie hat halt gute Sachen an, aber die habe ich auch. Ich hab eine Markenjeans. Was hat sie gesagt? Nach Jahrlein? Jahrlein. Hä? Bin ich? Jalaheim. Ich bin hier total daneben, ne? Ich finde es halt traurig, dass beim Jorvik-Stall nur zwei Rassen stehen. Also ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens vier Rassen stehen. Also wenn der Jorvik-Stall schon ein Pferdestall ist, wo man, wie das im Spiel heißt, dann hat man auch als so großer Pferdestall auch mehr Rassen stehen. Ich meine, das Silberglied Landgut hat auch einen kleinen Stall, aber mehrere Rassen. Und ich würde mir das beim Jorvik-Stall wünschen. So ein großes Ding und da haben die nur zwei Pferderassen anzubieten. Das ist ein bisschen traurig.
Also entweder das, was ich glaube, oder ich lasse mich überraschen. Aber das habe ich gerade gesagt, ne? Ja, ich. Gar nicht, wie viel Pferde ich habe, muss aufpassen, nicht, dass ich den ganz hellen Friesen. Fair, ernsthaft? Nein. Schon wieder ein Fuchs. Ich meine, klar, mein belgisches Warmblut hat auch so eine olle Farbe. Den ganz hellen. Na gut, wir wollen ja nicht meckern. Hengst? Ich hätte auch das Dunkelbraune genommen, aber ja. Oder einen Schwarzen, aber. Okay. Ich habe so ein bisschen Schiss vor dem Palomino. Ein J. Und ein Hengst. Das kann was werden. Wir wollen mal nicht meckern, ne? Das ist doch auch hell, oder? Den aller. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Fair! Warum? Du weißt, ich mag keine Füchse. Also ist gar kein Fuchs, aber. Seid mal ehrlich. Diese Fellfarbe bei einem Friesen, ich hätte. Diese Fellfarbe wünsche ich mir bei jedem Pferd. Ja? Habe ich kein Problem mit. Aber beim Friesen, Leute, das ist doch nicht deren Ernst. Ne? Ein Hengst und ein J habe ich bekommen. Das kann wieder was werden. So, Hengst und nochmal J wie Jannis, Jasper, Jelly, Javel, Jumper, Juniper, habe ich so. Jasper habe ich noch nicht. J, ne? Ich bin in Jasper. Jasper habe ich noch nicht so. Pferd kaufen. Okay, jetzt sind die Starcoins unter der 30.000, aber das ist nicht das Problem, ne? Ja, eigentlich ist es ist schön, ja. ich habe heute ein Glück, Füchse zu bekommen. Fair, Dank. Ja, jetzt reiten wir Jumper. Nee, Jasper, nicht Jumper. Ich glaube, das ist die Rache, weil ich ja das Pferd hier ausgesucht habe. Ja, du musst das nicht reiten, Fee. Du musst ihn hell nicht reiten. Aber trotzdem, das ist schön. Ja, Jasper. Warte, ey. So. Ja, ich find den Namen Jasper auch witzig. Ich habe halt auf dem Hauptaccount einen Andalusier, den Grauen. Der heißt auch Jasper. Jasper? Jasper? Das wird Jasper gesprochen, ne? Genau. Die Fee und ich haben jetzt ordentlich Geld gelassen. Wir haben uns wunderschöne Pferde ausgesucht. Wir hatten Spaß. Was? Genau. Okay, es sind die anderen. Wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und genau, hier nochmal. Ich habe am Anfang des Videos gesagt,
Ich sag was zur Servertour. Da ich jetzt einen leistungsstarken Rechner habe, ruckelt es nicht mehr so hier in Star Sable. Ich mache eine Servertour. Ich weiß auch nicht wann. Ich benachrichtige euch. Ich werde bei Server 1 anfangen und ich bleibe immer so 3 Tage auf jedem Server. So, ich fange bei Server 1 an und bis Server 18. Also ich werde alle 18 Server machen. Wir fangen bei 1 an. Ich bleibe mal so 3 Tage auf jedem Server. Und dann wechsle ich den Server. Und wenn wir bei Server 18 angekommen sind, ja, dann gehe ich wieder auf meinen Heimatserver. Einfach so als Servertour mal gucken. Genau. So, damit die Fee auch weiß, was Phase ist. Genau. Genau, das Video geht heute noch online. Und Fee und ich wünschen euch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Ciao. Fee? Also die freut sich immer. Ich weiß nicht, was ich für Pillen genommen habe, aber ich möchte auch die bunten Pilze von der Fee haben.